Hitradio Antenne Niedersachsen hier um 7:09. Ein Thema, was mich persönlich wirklich, wirklich unglaublich sauer und einfach, ja, aggressiv schon fast macht, sind die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche. Gestern ist wieder ein Priester wegen Missbrauchsvorwürfen beurlaubt worden. Dieses Mal in Essen. Es geht um einen Vorfall aus den 70er Jahren. Wie bei vielen anderen Fällen ist viel Zeit vergangen seitdem. Heute schaltet die Deutsche Bischofskonferenz nun eine Hotline frei. Opfer von sexuellem Missbrauch können sich dort ab 13 Uhr an die Fachleute wenden. Die deutschen Bischöfe wollten sich vorher nicht dazu äußern. Wir haben versucht, mit ihnen zu sprechen, aber die Herrschaften sind sehr, sehr vorsichtig. Norbert Denef ist das bekannteste Missbrauchsopfer in Deutschland und der erste, der nach langem Hin und Her eine Entschädigung bekommen hat. Norbert Denef wurde als Messdiener bis zum 16. Lebensjahr von einem Priester missbraucht und danach noch 2 Jahre durch den Organisten. Herr Denef, was erwarten Sie von dieser Hotline? Ich erwarte das überhaupt nicht und habe überhaupt kein Vertrauen, denn das kann nicht sein, dass die Verbrechen ausgeübt haben, die bisher die jahrzehntelang das verschwiegen haben und nun meinen jetzt da eine Hotline einrichten zu wollen und beraten zu können. Das geht nicht. Das kann nur sein, dass das von externen ist. Wenn Sie sich vorstellen, die Mafia würde ihre eigenen Verbrechen aufarbeiten, würden eine Hotline einrichten, jeder würde sagen, das ist ja verrückt, das geht gar nicht. Ich kann nur jeden raten, oder jedem empfehlen, sich dort nicht zu melden. Und wenn, dann nur in Verbindung mit einem Anwalt. Sie haben ja das Netzwerk für Betroffene gegründet, das Netzwerk B. Was empfehlen Sie den Missbrauchsopfern, die wie Sie der Hotline nicht trauen? Die sollen gucken, dass sie halt jemanden finden, wo sie wirklich Vertrauen haben, die vielleicht Erfahrungen haben. Die können sich gerne an uns wenden, netzwerkb.org. Wir können auch vermitteln. Wir sind ein Netzwerk, schon Jahre haben wir uns halt zusammengetan, um Informationen zu sammeln. Wir geben Informationen weiter, wir helfen uns gegenseitig. Das ist wie so eine Art Selbsthilfegruppe, könnte man sagen. Okay. Der Missbrauch, der Ihnen selbst angetan wurde, liegt ja jetzt 50 Jahre zurück mittlerweile. Sie leiden aber heute noch an den Folgen. Können Sie für uns mal beschreiben, wie sich das auswirkt? Ich möchte es vergleichen mit einem Rollstuhl, den man nicht sieht. Das ist eine Behinderung, die man hat, die man nach außen hin nicht sieht. Und es ist immer da, dass da reicht ein Geruch, da reicht ein Geräusch, da reicht irgendwo, man ist gut drauf und plötzlich ist da irgendwo ein Geruch oder irgendwo eine Situation da und Sie sind voll in dieser damaligen Situation drin. Ja, Sie können nur versuchen zu lernen, damit zu leben. Das ist die Möglichkeit damit. Aber es ist immer da, es ist immer präsent. Okay, vielen Dank, Norbert Denef. Wenn Sie sich für die Arbeit seines Netzwerkes interessieren, die Adresse finden Sie auf unserer Homepage auf antenne.com. Und wenn Sie sich an die Hotline der Bischofskonferenz wenden wollen, die Nummer finden Sie auf der dazugehörigen Seite und dies auch verlinkt auf unserer Homepage auf antenne.com. Familie Schollmeier. Guten Morgen.